erstmal herzlich willkommen zu der Abschlusssession von dieser Veranstaltung Makers for Humanity. Ich sage mal kurz was zu dem Titel, denn zwei Dinge sind im Blick. Einmal Humanity, die Menschheit, und zum Zweiten Makers. Das heißt, es gibt in der Bevölkerung und auch unter der kulturkreativen Bewegung jede Menge Leute, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Diese Welt muss eine andere werden. Sie muss besser, neuer, zukunftsfähiger werden. Und viele Menschen verlässt allmählich die Geduld, dass das von Politik und Management geleistet wird. Und dort geht es eigentlich nur immer ums Weiter-so und vielleicht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen die Erde mehr ausbeuten. Das ist die eine Seite und deswegen heißt es, wir müssen von Versprechungen zum Handeln kommen, damit die Gesellschaft tatsächlich einem Wandel unterliegt und einen Wandel durchführt. Und dieses Treffen hier, zu diesem Treffen wurden rund 140 Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen. Es sind jetzt 36 gekommen und es war ein relativ kurzer Ruf und von daher sind wir eigentlich begeistert, dass so viele Leute gekommen sind. Es haben sich dann ungefähr 120 Leute, oder waren es mehr, hat jemand da aktuelle Zahl? 140. 140 Leute sind gekommen und haben sich hier 3 Tage versammelt, um ihre Ideen, ihre Projekte und die Möglichkeiten miteinander zu vernetzen und einen entscheidenden Schritt in die Zukunft zu tun. Und wir hatten verschiedene Themengruppen. Es waren 10 Themengruppen, aus den 10 vorgeschlagenen Themengruppen wurden jetzt 7 plus 1, 7 von den uns vorgeschlagenen und eine Themengruppe, die sich darum kümmert, was könnte möglicherweise diese Gesamtbewegung, die Makers for Humanity, was könnte die Gesamtbewegung, die Wandelbewegung für einen Logo, was könnte sie für ein Label bekommen, deswegen gab es eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema Label. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir die einzelnen Gruppen kurz hierher bitten, also die einzelnen Sprecher der Gruppen, die zusammenfassen, was sich tatsächlich in den Gruppen ereignet hat.